Laut Moskau wurde der Angriff in der Grenzregion Belgorod abgewehrt. Vereinte Nationen fordern Schutz von Zivilisten, die vor Kriegen und Konflikten fliehen. Nach Kämpfen in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine haben die russischen Behörden den verhängten Alarmzustand wieder aufgehoben. Laut Moskau wurde ein Angriff aus der Ukraine abgewehrt. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Filmmaterial, das die, Zitat, Zerstörung der ukrainischen Saboteure zeigen soll. Mehr als 70 ukrainische Kämpfer wurden angeblich getötet. Auch Videos einer bewaffneten Einheit russischer, kremlfeindlicher Kämpfer sind im Umlauf. Die Ukraine bestreitet, etwas mit den Angriffen zu tun zu haben und wies darauf hin, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Attacken bekannt hätten. Der Angriff auf russisches Territorium hat die örtlichen Behörden dazu veranlasst, mehrere Dörfer an der Grenze zur Ukraine zu evakuieren. Unterdessen meldet die Ukraine mehrere russische Angriffe in der südlichen Region Cherson. Es wird von mehreren Verletzten berichtet. Außerdem soll die Stromversorgung getroffen worden sein. Mehr als 130 politische VertreterInnen aus den USA und Europa fordern die Absetzung von Sultan Ahmed Al-Jaber als Präsident der UN-Klimakonferenz in Dubai. Al-Jaber ist Geschäftsführer des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emiraten. In einem gemeinsamen Brief an die UN, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden warnen sie vor einem möglichen Einfluss der Ölindustrie auf die Verhandlungen der Klimakonferenz. Die Entscheidung, den Leiter eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt als Präsident der COP28 zu ernennen, riskiere, die Verhandlungen zu untergraben, heißt es in dem Schreiben. Sein Konzern habe angekündigt, die Ölproduktion in den kommenden Jahren um 7,6 Millionen Barrel Öl zu erhöhen. Die Abu Dhabi National Oil Company, die Al-Jaber leitet, ist der 12. größte Ölkonzern der Welt. Es ist üblich, dass die austragende Nation der Klimakonferenz den Präsidenten auswählt. Al-Jaber ist ein enger Vertrauter der Regierungsfamilie. Bisher haben die europäischen Regierungen und die USA Al-Jabers Ernennung verteidigt. Ein Sprecher der Klimakonferenz verwies auf seine 20-jährige Karriere als Ingenieur, während dieser Al-Jaber Erfahrungen in der ganzen Energieindustrie gesammelt habe. Mehr als 100 Millionen Menschen wurden von der UN im Jahr 2022 als Flüchtlinge eingestuft, vertrieben von Kriegen, Konflikten, Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen. Und die Schätzungen für 2023 sprechen von gut 17 Millionen Menschen mehr, auch wegen dem Konflikt im Sudan, den UN-Generalsekretär Antonio Guterres als dramatisch beschreibt. Er prangert ein Scheitern der Weltgemeinschaft beim Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten an. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fordert, die Kriegsregeln zum Schutz von Zivilisten in Kampfgebieten einzuhalten und appelliert an die Mitgliedstaaten, Einfluss auf die Kriegsparteien zu nehmen. Last November, states adopted a political declaration to protect civilians by restricting or refraining from the use of explosive weapons in populated areas. I urge all states to join and turn the declaration into meaningful action. And in December, the Security Council adopted Resolution 2664, which aims to prevent United Nations sanctions from arming civilians and obstructing humanitarian action. I urge all states to implement it and to exclude humanitarian and medical activities from their own counterterrorism and sanctions measures. Global betrachtet seien erschreckende 94% der Kriegsopfer in besiedelten Gebieten Zivilpersonen, so Guterres. Die UN diskutiert nun Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Resolution gegen den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. Ron DeSantis plant, seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat in einem Live-Gespräch auf Twitter zu verkünden. Der republikanische Gouverneur Floridas wird US-Medien zufolge seine Entscheidung in einem Gespräch mit Twitter-CEO Elon Musk in einem sogenannten Twitter-Space öffentlich machen. Somit dürfte DeSantis, dessen Kandidatur seit langem erwartet wird, unter anderem mit Ex-Präsident Donald Trump um die Nominierung der Republikaner kämpfen. Auch eine Bewerbung von Trumps ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence wird erwartet.
Das Feuer, bei dem am Sonntag in einem Schlafsaal in Guyana 19 Jugendliche ums Leben kamen, ist nach Angaben der Behörden offenbar durch Brandstiftung verursacht worden. Eine Schülerin habe das Feuer gelegt, weil sie wegen der Konfiszierung ihres Mobiltelefons wütend gewesen sei, so die Polizei. Die Jugendliche soll einen Vorhang mit Insektizid besprüht und mit einem Streichholz angezündet haben, woraufhin sich das Feuer rasant verbreitete. Aktuell befindet sich die Schülerin, wie 6 weitere Jugendliche, wegen ihrer Verletzungen im Krankenhaus. Die Schäden sind nicht zu übersehen, aber es ist noch zu früh, um die Folgen der Überschwemmungen in Mittelitalien in Zahlen zu fassen. Die Regierung Meloni hat ein Hilfspaket in Höhe von 2 Milliarden Euro verabschiedet, um Wirtschaft und Familien zu unterstützen. Die Landwirtschaft ist der am stärksten betroffene Sektor. Rund 10 Millionen Obstbäume in Italiens sogenanntem Obsttal sind beschädigt und auch die Gemüseproduktion ist stark betroffen. Se non c'è un immediato ristoro, le aziende rimarranno in ginocchio e non vogliamo assolutamente, evitare quello che è successo nelle Marche, che dopo un anno gran parte delle aziende non hanno ancora ricevuto nulla. Come si può vedere qui, l'acqua ha inondato la gran parte dei terreni, la strada di collegamento è stata interrotta. L'Emilia-Romagna è una delle regioni più ricche d'Italia, eppure l'impatto dei recenti alluvioni ha scatenato una serie di polemiche sull'impiego di fondi per combattere il fenomeno del dissesto idrogeologico. Obwohl die Regenfälle seit einigen Tagen aufgehört haben, ist der Wasserstand noch immer hoch. Diese Stadt mit rund 2000 Einwohnern in der Nähe von Ravenna wurde vollständig evakuiert. Feuerwehrleute bringen die Einwohner täglich in die Stadt und wieder heraus. Manche kommen zum ersten Mal zurück in ihre Häuser, um das zu holen, was ihnen das Wasser gelassen hat. Sono entrato per la prima volta oggi in casa mia da giovedì. Sono andato a recuperare quello che potevo. Essere positivi. Perché almeno abbiamo salvato la vita. Viele glauben, das Schlimmste sei überstanden. Um die Zukunft sorgen sie sich trotzdem. Tutto. Io sono 20 anni che sto a Ravenna, quindi c'ho ancora un mutuo da pagare, da finire di pagare. Chi lo pagherà adesso? Non lo so. Anwohner als auch Geschäftsleute sagen, dass sie mit der Reaktion der Regierung auf die Katastrophe zufrieden sind. Nur um eines bitten sie, dass die Unterstützung doch sofort kommen solle. Oben ohne und schlammig vor dem italienischen Senat. So sah eine der Demonstrationen von Klimaaktivisten aus, die an diesem Dienstag in Europa stattfanden. In Rom haben sich die Umweltaktivisten der letzten Generation mit Schlamm bedeckt, um gegen fossile Brennstoffe und die Folgen des Klimawandels zu protestieren. Auch in London protestierten Klimaaktivisten während der jährlichen Aktionärsversammlung des Ölgiganten Shell. Demonstranten versuchten, die Bühne zu stürmen. Shell is continuing to drill new oil and gas fields here in the UK and around the world in some of the most biodiverse regions in the Philippines and in the Niger Delta, despite their own internal scenarios saying that continuing new oil and gas expansion will push us off a 1.5 degree cliff, which will just push us more towards extinction and climate catastrophe. In der Schweiz störten Dutzende Klimaaktivisten auf dem Rollfeld des Genfer Flughafens kurzzeitig den Flugverkehr und blockierten eine nahegelegene Business-Jet-Messe. Laut Polizei wurden etwa 80 Personen festgenommen. In Brüssel haben Bauern aus Mittel- und Osteuropa gegen ukrainische Getreideeinfuhren protestiert. Sie forderten die EU auf, langfristige und entschiedene Maßnahmen zum Schutz der heimischen Landwirtschaft zu ergreifen. Im vergangenen Jahr hatte die EU die Einfuhrzölle für ukrainische Agrarprodukte abgeschafft, um das Land zu unterstützen. Doch billiges Getreide verdrängte die EU-Landwirte von ihren eigenen Märkten.
We need some measures so that the transit will be the transit and not the end of the transport. So we need the grains to leave for the poorer countries, for Africa where it is poor, because we have a lot of grains to sell our own. Ende April einigte sich die EU-Kommission mit 5 Mitgliedstaaten darauf, den Verkauf und die Lagerung von ukrainischem Getreide in ihrem Hoheitsgebiet einzustellen. Außerdem wurde ihnen eine finanzielle Unterstützung von 100 Millionen Euro zugesagt. Doch die Vereinbarung läuft am 5. Juni aus. Die Landwirte fordern nun zusätzliche Maßnahmen, etwa verstärkte Qualitätskontrollen für Importe. Die östlichen Erzeuger sagen, sie könnten nicht mit den Ukrainern konkurrieren, da diese nicht nach den strengen EU-Umweltvorschriften und Pestizidrichtlinien arbeiten. Nem azonos feltétel között termel egy ukrán termelő, és nem azonos feltételek között termel egy európai uniós termelő. Olyan mértékű zöld előírások, amik az unióban kötelezőek, olyan vegyszer használata, ami lehetséges, hogy Ukrajnában megengedett, nálunk nem, régóta. Die Bauern stellten ihre Forderungen EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski in Brüssel vor. Auf Anfrage von Euronews sagte eine Kommissionssprecherin, es werde von allen Mitgliedstaaten erwartet, dass sie die vorherigen Vereinbarungen umsetzen und einseitige Importverbote zurücknehmen, bevor sie neue Schritte unternehmen. Bislang hat ein Land dies nicht getan, Ungarn. For the moment, we are still waiting for the removal of some of the national measures that were introduced before we can follow on the next steps. Andere Länder, die um finanzielle Hilfe bitten, um Probleme wie die Dürre zu bewältigen, warnten, die Hilfe für die Bauern im Osten dürfe nicht auf Kosten anderer dringender Probleme gehen.